Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Euro Truck Simulator 2. Mein Name ist Uwe und das hier ist Folge 583 und endlich mal wieder eine Folge, in der wir ein bisschen mal was fahren werden, denn in den letzten zwei Folgen haben wir uns um dieses Schätzchen hier gekümmert. Ich präsentiere euch mehr als 25 Meter LKW Scania R580 V8 als Gigaliner, wie wir sehen können. Wir haben insgesamt 8 Achsen. 2 davon stehen im Moment in der Luft. Sind wunderbare Luftachsen, hätte ich fast gesagt. Ja, genau, Liftachsen. schöner Aufbau von Eckery Easy Loading. Ja, bitte Werbeplatzierung einblenden, jetzt hier oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall egal. Ich bin heute tatsächlich ein bisschen komisch drauf. Ich bin heute tatsächlich mal relativ gut gelaunt. Ich hatte heute einen wunderschönen Tag. Und ja, ich freue mich heute auf diese Aufnahme, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ich bin mal gespannt generell, was ihr so grob sagt zu diesem Scania. Ist natürlich hier 4. Serie, ne? Also das heißt, wir sind auch ein bisschen oldschool unterwegs tatsächlich, wie wir sehen können. Und huch, meine Maus. Ja, wie gesagt, ich bin echt mal gespannt. Ich muss dazu jetzt aber noch eine kleine Info ankündigen. Nicht ankündigen, eine kleine Info ablassen. Und zwar habe ich gesehen, auf die letzte Folge gibt es tatsächlich einen Kommentar, aber ich kann diesen Kommentar nicht angucken. Keine Ahnung, was mit YouTube im Moment los ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, manche Kommentare werden mir einfach nicht angezeigt, was ich sehr, sehr schade finde. Also auch, das steht unter dem Video ein Kommentar, aber irgendwie, wenn du da dann was aufklappst oder sowas, da ist kein Kommentar. Also das ist ein bisschen komisch, das ist echt ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, manche Kommentare verschwinden da. Auf YouTube Studio habe ich natürlich auch geguckt, ob das vielleicht irgendwie ein Filter war oder so, der diesen Kommentar nicht zulässt oder so, aber da ist nichts. Also ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist jetzt auch erstmal egal. Also ich weiß leider immer noch nicht so, ob ihr tatsächlich zufrieden seid mit dem Scania oder nicht. Ich hoffe, dass er relativ gut ankommt. Also ich bin super, super hyped. Ich bin echt gespannt. Ich finde ihn toll. Und ich bin echt gespannt, wie das jetzt mit dem Fahren funktioniert und ob das auch alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Wir haben hier natürlich auch nochmal eine wundervolle Laderampe, Anzugmaschine und am Anhänger. Und das wird uns auf jeden Fall, ja, vor allem den hier in E-Test 2, das Be- und Entladen ein bisschen erleichtern. Aber haben wir ja sowieso nichts hier. Ich wollte den Scania jetzt auf jeden Fall nochmal kurz ein bisschen zeigen. Für diejenigen, die jetzt vielleicht in die letzten zwei Folgen ein bisschen übersprungen haben, weil ich das natürlich auch ganz gut verstehen kann, dass man da nicht Lust hat, irgendwie eine Stunde zuzugucken, wie irgend so ein Depp halt sein Maschinchen da zusammenstellt. Ist natürlich auch langweilig. Naja, wie dem auch sei. Wir haben am Ende letzter Folge dann auch noch uns eine Tour zusammen rausgesucht. Und wir werden jetzt zu dieser Firma hinfahren. Im Übrigen fahren wir in diesem LKW wieder Automatik. Ich dachte, ich hätte hier irgendwie einen Mod drin oder so, dass ich einen anderen Innenraum habe, hier mit Schaltknüppel, aber habe ich nicht. Und ihr kennt mich ja, ich habe da so einen kleinen inneren Monk. Wenn ich hier keinen Schaltknüppel im Innenraum habe, dann habe ich halt keinen Schaltknüppel. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir halt Automatik haben. Naja, aber jetzt ist das halt eben so. Aber V8, endlich mal wieder ein V8, ist jetzt auch schon lange, lange her das letzte Mal. Und ich würde sagen, wir bewegen jetzt unsere Maschine hier mal ein bisschen in Gang und gucken, dass wir zu DHL fahren und die Ladung abholen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es hingeht. Aber wir gucken uns das Ganze dann sowieso nochmal an, auf jeden Fall. Keine Sorge. Meine Fresse. Also heute war, auch wenn es tatsächlich ein schöner Tag war, es war auch irgendwie ein langer Tag. Der hat echt ein bisschen angestrengt. So, jetzt warte ich doch nochmal. Ja, für den Honda Accord mache ich auf jeden Fall Platz. Ich weiß nicht, ob mir der Platz reicht, aber wir werden es mal probieren. Dann werden wir auf jeden Fall mal ein bisschen schlauer draus. Doch, das wird reichen auf jeden Fall. So, ich hätte vorher vielleicht nochmal nach rechts gucken müssen. Ah, easy. Überhaupt kein Problem. So, jetzt nach links hier. So, wunderbar. Jetzt müssen wir mit dem Gigaliner natürlich nur noch durch Stuttgart durch. Das wird bestimmt auch nochmal interessanter, sage ich jetzt mal. Ich muss ja zugeben, ich bin tatsächlich so einen Aufbau in diesem Spiel schon mal gefahren. In echt natürlich nicht. Aber in dem Spiel bin ich so einen Aufbau tatsächlich schon mal gefahren. Das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Würde ich jetzt mal behaupten. Es macht auf jeden Fall echt was her. Es macht echt einen enormen Spaß, finde ich. Und wie gesagt, ich bin super gespannt drauf, was ihr so generell zu diesem kleinen Laster sagt. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass da irgendwie die Kommentare, dass da irgendwie ein bisschen was am Rumspinnen ist.
und das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich das gewohnt bin mit dem ganzen Zeug da. Das ist mir aber auch schon mal vor ein paar Wochen so ein bisschen aufgefallen, dass da manche Kommentare irgendwie nicht richtig angezeigt werden. Dir das Programm im Prinzip sagt, ey, guck mal, du hast da einen Kommentar, da kannst du auch nachgucken, dann klickst du drauf und es wird nichts geöffnet. So. Jetzt muss ich sorry, ich war jetzt auch gerade so ein bisschen auf dem zweiten Bildschirm mit unterwegs, weil ich gerade kurzen Schock gekriegt habe. Ich habe nämlich gerade gedacht, ich hätte die Aufnahme nicht gestartet. Das wäre jetzt natürlich doof gewesen, weil jetzt schon wieder 5,5 Minuten rum sind. Aber jetzt bin ich wieder voll da, meine Lieben. So, die Ampel wird grün, das ist wunderbar. Da müssen wir nicht allzu... Da müssen wir nicht anhalten, das wollte ich eigentlich sagen. Ich bin heute ein bisschen durch. Also ich, wie gesagt, das war so an sich ein langer Tag, aber es war ein schöner Tag. Es war endlich mal ein Tag, wo ich doch mal wieder viel lachen konnte, was ja auch so ein bisschen seltener in der letzten Zeit vorkam. Aber es war schön, es geht mir heute tatsächlich gut. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, heute wird das mit dem Schlafen echt gut funktionieren. Ich habe ja Schlafstörungen und so weiter, aber ich habe das Gefühl, heute wird es endlich mal wieder was. Und ich freue mich tatsächlich ein bisschen drauf. Ich bin ja jetzt auch dabei, in der Wohnung bei mir ein bisschen umzubauen und ein paar Sachen einfach neu zu machen und mal das Alte einfach wegzuschmeißen und die verbundenen Erinnerungen, sage ich jetzt mal, damit ja zu löschen, könnte man ja meinen. So, das passt auch. Der läuft eigentlich tatsächlich ganz gut in der Spur. Man muss halt hier natürlich beim Umschwenken immer so ein bisschen Acht geben mit dem Überhang, weil wir jetzt ja doch eine relativ lange Deichsel haben, dadurch, dass wir auch diese Laderampen haben. Nee, ich glaube, ich habe trotzdem die kurze genommen, ne? Da gab es ja eine noch längere. Gerade für den Fall, wenn man mal einen Mitnahmestapler mitnimmt. So, jetzt müssen wir mal eins nach links. So, jetzt haben wir hier eine Unterführung und allmanngerecht werden wir natürlich das Licht anmachen. Ist ja klar, da vorne kommt sowieso ein Tunnel. Okay, dann sehen wir aber auch, was hier auf diesem Display tatsächlich abgeht, ein bisschen besser. Ohne Licht ist das nämlich komplett aus, ne? Ja. Entschuldigt bitte. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin unsere nächste Tour tatsächlich geht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es sind ja jetzt auch wieder tatsächlich ein paar Tage her. Ihr habt das vielleicht gemerkt, am Freitag habe ich kein Video hochgeladen. Da kam mir dann ein bisschen was dazwischen. Am Samstag ist jetzt dann nochmal Race 07 online gegangen und heute haben wir jetzt gerade Samstagabend noch. Es ist 22:09 Uhr und ich nehme jetzt dieses Video sozusagen für den Sonntag auf. Also falls ihr das hier tatsächlich am Sonntag seht, wenn das online gegangen ist, ich wünsche euch alle einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid ausgeschlafen und hattet bisher ein schönes Wochenende. Und falls ihr das dann irgendwann am Abend gucken solltet oder sowas, einen wunderschönen Sonntagabend euch noch. Und einen, ja, restlichen, ja, ein kleines Restwochenendli oder so. Keine Ahnung. Aber ja, fühlt euch alle mal gegrüßt. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, so gute Laune ist für mich auch nicht besonders gut. Weil ich dann anfange, so einen Käse zu labern, ne? So, jetzt sind wir gleich bei DHL. Das heißt, wir müssen gleich das Ding irgendwie rangieren, so wie es aussieht. Und da bin ich jetzt mal super gespannt, wie das da klappt, du. Rechts fahren, dann das rechts muss auf jeden Fall klappen. So viel Platz muss ich gar nicht lassen, tatsächlich. Ne? Oh, die Ampel ist grün. Das jetzt wird hier ein bisschen eng. Nee, ich bleib stehen. Oh, ich bleib stehen, weil sonst zahle ich wieder Strafe, du. Und darauf habe ich keinen Bock. So, Kollege, lass mir ein bisschen Platz, wenn ich hier am Abbiegen bin, ne? Weil ganz so weit nach rechts darf ich nicht, weil da so Grünzeug und so. Und auch wenn man das Zeug beschädigt und so, das ist schon Sachschaden, ne? Das müsstest du eigentlich wissen, wa? Nehmen wir auf jeden Fall mal alles am Platz mit, was überhaupt nur geht. Wenn ich jetzt rechts abbiege, dann fahre ich leider dran vorbei. So, der HL ist nämlich hier vorne, junge Frau. Die Route wurde neu berechnet. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. Ja, chill mal. Bitte wenden. Kein Problem, alles gut. Wir sind doch richtig hier. Oh, das sieht aber schon geil aus hier im Spiegel.
dieser Trailer, das macht schon was her, du. Das ist schon geil, das macht schon echt Bock. So, was haben wir denn uns hier nochmal rausgesucht? Computerprozessoren, nur 3 Tonnen, von Stuttgart nach Amsterdam. Ah, stimmt, jetzt fällt mir ein, ich glaube, wir sind noch nicht einmal nach Amsterdam gefahren, seitdem ich das Let's Play neu gestartet habe, ne? Ah, ja, dann wird es auf jeden Fall mal Zeit. So, wo muss der Käse hin? Darunter. Ah, das ist ein bisschen doof, weil ich jetzt natürlich über den rechten Spiegel fahren muss, ne? Wobei, ich könnte es auch über den linken Spiegel machen. Ich könnte es auch über den linken Spiegel machen, kein Problem. So, das kriegen wir doch irgendwie hin, ne, Uwe? Hast du ja schon mal gemacht. Bist auch in echt Drehschemel gefahren, also eigentlich müsste das ja klappen, oder? Komm, das wird hoffentlich was. So, gucken wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. So, meine Lieben, bitte nicht auslachen, wenn das jetzt nicht funktioniert auf Anhieb. Ich hoffe natürlich, dass ich mich jetzt hier nicht ganz so dumm anstelle. Ich muss mich aber natürlich auch erstmal wieder an die ganze Sache hier gewöhnen. Ab wann er denn hier diese Richtung einschlägt tatsächlich? So, rechts haben wir genug Platz. Hier kommt Warnblinklicht natürlich auch an, ne? Wir sind ja Profis hier. Und immerhin fahren wir hier so ein knapp 30 Meter langes Gerät durch die Gegend. So, das sieht jetzt aber für den Anfang schon mal gar nicht mal so kacke aus. Nur noch mal umgucken hier ein bisschen. Vergewissern, dass wir auf jeden Fall Platz haben. So, die Deichsel bzw. die Dolly noch mal ein bisschen gerade drücken. Und dann auch schon wieder mit reinziehen hier. So, und rüber. Ja, das wird so nicht funktionieren, aber wir nehmen uns einfach ein bisschen Platz jetzt nach vorne hin. Den haben wir ja jetzt. Den können wir uns mal halb rausstellen. Ah, jetzt habe ich ein bisschen zu viel. Das war wirklich zu viel jetzt schon. Es könnte sein, dass dieser Platz vielleicht nicht reicht, aber probieren wir es einfach mal. Probieren wir es einfach mal. Ich finde auch optisch, dieser Eckery-Aufbau hat natürlich was. Es wäre jetzt natürlich super, super geil, wenn man den weißen Aufbau an sich noch irgendwie umlackieren könnte. Und auch das Rot. Wobei ich die Kombination zwischen Weiß und Rot eigentlich tatsächlich ganz gerne habe. Die meisten MAN-Fahrzeuge, also gerade die neueren, sind bei mir irgendwie sehr, sehr oft weiß und rot, muss ich tatsächlich gestehen. So. Zurück, zurück, zurück. Sonst wird das hier nichts. So, jetzt geht es hier auch bergab, ne? Das heißt, leicht auf der Bremse schon mal notbedürftig mit draufstehen. Ja, aber das sieht doch schon mal ganz, ganz fein aus. Huch, jetzt mache ich gerade Bullshit. Ah, das müssen wir noch einmal kurz korrigieren. Aber mit dem nächsten Mal drücken kriegen wir das auf jeden Fall mal hin. Hier sieht es auf jeden Fall so aus, als wären da schon einige LKW dran hängen geblieben an dieser Wand. So, lieber ein bisschen zu weit raus wie zu wenig. Ich würde mal sagen, so ein Anhänger braucht auf jeden Fall auch natürlich seine Strecke und seinen Platz. Aber guck mal, Leute, das sieht doch schon mal tatsächlich ganz fein aus. Aber damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Geil. Sehr, sehr schön. So, wo ist denn die Achse jetzt? Okay. Okay, jetzt brauche ich mal kurz den rechten. Jawohl. Huch. So, bleiben wir so stehen, oder? Ehrlich gesagt. Machen wir auch mal das Licht aus hier. Motor können wir auch schon mal ausschalten. Dann gucken wir doch mal gleich. Ja, also. Das ist natürlich nicht richtig hundertprozentig, ne? Aber das ist auch nicht mehr weit weg, würde ich mal sagen. Und wie gesagt, ne? Das sind hier 30 Meter. Hier mit der schönen Dolly. Ja gut, das sind natürlich keine 30 Meter, ich übertreibe da jetzt ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall festgestellt, als wir uns den Anhänger gekauft haben, dass wir doch ein bisschen länger sind als die in Deutschland erlaubten 25,25 Meter. Ich würde sagen, das passt doch, ne?
Ich müsste eigentlich, wenn ich jetzt tatsächlich die Laderampe jetzt in echt natürlich benutzen wollen würde, müsste ich tatsächlich nochmal ein bisschen vorziehen, weil das wird auf jeden Fall so nicht funktionieren. Weil die klappt ja dann nach unten und dann würde ich die genau mit dieser Kante halt eben hier aufsetzen. Dann würde das funktionieren. Aber wenn mir das natürlich in echt wäre, ne, wir müssten jetzt eigentlich abkoppeln auch noch und die Zugmaschine hier neben dran setzen, dass man natürlich beides auch problemlos beladen kann. Das würde so oder so jetzt eigentlich nicht funktionieren, aber ja, drauf geschissen, das ist halt immer noch E-Test 2 und sowas ist ja jetzt eigentlich original auch nicht gedacht von den Entwicklern, aber ich finde es trotzdem super, dass man das dann mit Mods irgendwie so weit hinbekommen hat, dass das tatsächlich funktioniert, weil ich es optisch wirklich feiere und es macht auch vom Fahren her nochmal einen Unterschied und es macht einfach Spaß. Also ich weiß auf jeden Fall, ey, da kannst du wirklich noch ein bisschen, na, das ist noch ein bisschen herausfordernder und so. Das ist ja auch nicht nur das Rangieren oder so, sondern es ist auch manchmal schärfere Kreuzungen oder engere Kreuzungen und auch schärfere Kurven, Kreisverkehr und so. Muss man dann alles ein bisschen anders fahren im Prinzip, aber ja, man muss einfach nur aufpassen. Es ist ein großer Überhang mit da. Er schert jetzt gar nicht so weit aus tatsächlich, aber es ist trotzdem noch mal ein bisschen was anderes. Man muss ein bisschen mitdenken auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir uns die Strecke an. Wie gesagt, nach Amsterdam wird es jetzt auch gar nicht so weit sein. 662 Kilometer, sagt er mir, oder uns. Wir fahren hier aus Stuttgart raus. Das heißt, wir fahren gerade wieder so, wie wir gekommen sind, ne? Ja, ich glaube, ja, oder? Ist ja auch egal. Doch, wir fahren an unserer Garage wieder vorbei. Ja, dann fahren wir auf die A8 auf. Dort wechseln wir dann auf die A5 Richtung Mannheim hoch. Kurz vor Frankfurt wechseln wir auf die A3. Und mit der A3 geht es dann bis nach Holland rüber. Genau, hier haben wir dann die Grenzüberfahrt bei Arnheim. Und hier geht es dann auch schon mit der A1 Richtung Amsterdam. Und Amsterdam scheint jetzt hier gar nicht so groß zu sein. Aber hier scheint auch nochmal Hafengebiete oder sowas zu sein. Stimmt, hier ist es. Ist das jetzt eine Fähre oder ist das ein Zug? Ich erkenne das von hier nicht. Ich glaube, das ist eine Fähre gewesen. Mit Zug müsste er ja hier gewesen sein, ne? Ne, das ist auch Fähre. Wo war denn nochmal dieser komische Übergang mit dem Zug? Das müsste ja dann theoretisch... Ach, keine Ahnung, Mann. Ich war hier schon so lange nicht mehr. Also dieses Gebiet, wie ihr seht, auf dieser Map, jetzt habe ich es noch gar nicht erkundet im Prinzip, oder in diesem Profil war ich noch gar nicht drüben in England. Also ja, ich glaube, der erwartet uns auch noch ein bisschen was. Aber ist jetzt auch egal. Gar nicht so viel quatschen, einfach nochmal ein bisschen fahren heute. Schön bequem, schön entspannt. Ich hoffe, ihr habt soweit auch gute Laune. Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet auch ein paar schöne Tage jetzt zum Wochenende hin oder am Wochenende. So bei 3 Tonnen müssen wir tatsächlich die Liftachsen auch gar nicht runter machen, die lassen wir einfach oben. Wenn wir jetzt nämlich auf die komplette Ladefläche wirklich nur 3 Tonnen geladen haben, dann ist das ja wirklich gar nichts gefühlt. Die Route aber, wurde neu berechnet. Naja. Bitte folgen Sie dem Straßenverlauf. So, jetzt... ich kann gar nicht sehen, ob da was kommt, aber es sieht nicht so aus, als würde da was kommen. Nee, ist frei. Okay. So. So, 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 so und so. Sowieso. Jetzt wird die Ampel wieder rot, war ja klar. Es ist auch... Klatsch. Voll den Ast in der Fresse. Es ist auch mal schön, tatsächlich wieder Automatik zu fahren, aber ich merke auch gerade, ich muss mich auch daran wieder gewöhnen. Weil ich gerade so beim Stehenbleiben will, will ich irgendwie immer kuppeln, ne, und schalten, aber ja, dann fasse ich kurz mal an den Schaltknüppel hier drüben, merke, aha, Gangstellung 3 für Drive halt eben, ich brauche nicht schalten, das macht der LKW automatisch für uns. So, jetzt müssen wir mal wieder Spur wechseln, hat einer eine Panne, so wie es ausschaut, aber wir müssen sowieso nach links. Links fahren, dann links abbiegen. Haben wir auch schon gesagt. Jetzt links abbiegen. Jetzt bleibt der LKW wieder so krass stehen irgendwie. So fest drücke ich gar nicht auf die Bremse. Gut, jetzt ja. Aber es ist mir schon vorhin aufgefallen. Muss ich vielleicht offscreen noch ein bisschen an Stärke der Bremsen ein bisschen rumschrauben, weil das ist mir ein bisschen zu heftig. Das macht so jetzt nicht ganz so viel Spaß.
Aber auf der Autobahn werden wir ja nicht allzu oft bremsen müssen, hoffentlich. Das Schild davon ist natürlich auch super platziert. Ich sehe da echt alles, ob da was entgegenkommt oder nicht. Vorne müssen wir dann rechts rüber. Das heißt, wir bleiben auf dieser Spur. Richtung Böblingen über die B14. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Ich fahre doch schon rechts. Vor allen Dingen fahre ich auch wieder zu schnell irgendwie so ein bisschen. Ich habe es gar nicht so eilig, aber ich meine, wir haben gerade geladen und es sind nur 3 Tonnen. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts drauf hinten, ne? Das ist natürlich auch so ein klein wenig verwirrend. Oh, das ist wieder so ein Scheißdreck hier. So, da kommt jetzt gerade nichts. Ich hasse solche Auffahrten. Wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen. Die Prozessoren, die sind natürlich ein bisschen empfindlich, ne? Das heißt, nicht allzu schnell in den Kurven sein und vielleicht wirklich Vollbremsung und sowas vermeiden, weil sonst geht vielleicht tatsächlich mal was zu Bruch und das wäre natürlich ein bisschen schade. So, und auch hier in der Stadt fahre ich schon wieder zu schnell, ne? Hier ist natürlich nur 50 erlaubt, logischerweise. Also, Uwe, mach mal ein bisschen langsamer hier. Du hast es ja nicht eilig, du wirst nicht verfolgt. Alles gut. Ist alles völlig tiefenentspannt hier. Rechts fahren. Ich glaube, hier von diesem Ding habe ich schon mal versucht, irgendwie ein Bild zu machen, ne? Und das hat nicht geklappt oder so, ne? Ach, scheiße, ich muss hier nach rechts. Jetzt rechts abbiegen. Dann die nächste wieder nach links. Oh, jetzt fahre ich auch schon hier wieder zu schnell. Hier ist 40, Mann. Links fahren, dann links abbiegen. Stimmt, das hat Stuttgart auch irgendwie in den letzten Jahren mal geändert. Eigentlich müsste ich jetzt schon hier stehen bleiben, weil wir mit dem Gesamtzug, glaube ich, er bleibt schon wieder so früh stehen. Ein klein wenig länger sind. Da ja dieser Fußübergang ist, ne? Muss ich gerade noch mal gucken. Ja, wir stehen auf jeden Fall noch drüber. Ja, aber so ist das halt, ne? So, hier rein, du. In die schöne Stadt Stuttgart. Eigentlich könnten wir auch nach rechts. So wie sich das für einen LKW natürlich gehört. Vorne haben wir schon wieder eine rote Ampel. Also fangen wir natürlich an, schon mal abzubremsen mit dem Retarder. Und kommen dann hoffentlich dieses Mal etwas sanfter zum Halten. Das hat auch diesmal etwas besser funktioniert, oder? Würde ich auch sagen, ja. Definitiv. So, jetzt sind schon 23 Minuten vorbei und wir sind immer noch in Stuttgart. Ich bin ein Vollprofi. Aber wenigstens überspringe ich das Rangieren zum Beispiel nicht und ich habe über die Konsole ja auch den Befehl drin, dass wir Kombizüge, also jetzt wie das hier zum Beispiel oder dann auch später irgendwann mal die B-Double Trailer, dass wir die tatsächlich auch rangieren müssen. Ich glaube, ich hatte eine Zeit lang tatsächlich auch auf zufälliges Parken an, also mal leicht, mal schwer. Ich habe dann aber gemerkt, das ist so gut wie immer leicht gewesen irgendwie und das hat mich genervt. Und habe das Spiel jetzt so eingestellt, dass immer das schwere Parken an ist. Wie gesagt, auch mit diesen kombinierten Zügen. Da gibt es einen Konsolenbefehl, mit dem ihr das alles freischalten könnt. Und dann könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr auch Drehschemelanhänger habt oder generell Gliederzüge habt, ob das jetzt ein Drehschemel ist oder ein Tandem oder was auch immer, dass ihr dann trotzdem die Möglichkeit habt, die Dinger so zu parken, wie es von einem Spiel halt auch gedacht ist. Wie mit den Sattelzügen im Prinzip. Weil sonst habt ihr im Standardspiel ja immer nur das leichte Parken gehabt, wo ihr dann vorwärts irgendwo in eine Ecke reingefahren seid oder sowas. Und das fand ich ein bisschen langweilig. Das wollte ich so natürlich nicht. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ich fahre ja in echt auch LKW.
Und da fahre ich auch Drehschemel, mittlerweile eher weniger, aber ich bin auf jeden Fall Drehschemel gefahren. So, Kollege, ich hoffe, du machst jetzt tatsächlich mal ein bisschen langsamer, sonst wird es echt ein bisschen knapp hier, ne? Ich hoffe, die KI erkennt auch den großen Anhänger. Aber das hat bisher immer relativ gut funktioniert, Gott sei Dank. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt hier wahrscheinlich auch wieder so eine komische, na, wie heißt, so eine Abfahrt bzw. Auffahrt kommt, wo ich kurz mal stehen bleiben müsste, ne? Das war das hier vorne, oder? Ne, tatsächlich nicht, hier nicht, okay. Dann war es woanders, an einer anderen Kreuzung. Gut, sehr schön. Dann muss ich hier wenigstens nicht mal kurz Halt machen, oder wenigstens fast halten. So, dann können wir hier rüberziehen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir es heute tatsächlich noch schaffen bis nach Holland rein oder in die Niederlande. Aber ich würde mal sagen, ich peile mal so grob Nordrhein-Westfalen an. Dass man schon mal so auf Höhe von, ich weiß nicht, so kurz vor Köln oder so auf der Höhe, dass wir da dann vielleicht irgendwann mal Rast machen. Denn wie gesagt, es ist jetzt zwar für meine Verhältnisse tatsächlich noch nicht allzu spät, aber wie gesagt, der Tag war trotzdem an sich recht lang. War ein bisschen anstrengend, aber ich hatte auch viel Spaß dabei, aber ich merke es einfach, ich bin heute tatsächlich ein bisschen müde. Mag auch daran liegen, dass die vorletzte Nacht ich so gut wie nichts geschlafen habe und es wieder eine Katastrophe war. Die letzte Nacht jetzt, ich relativ spät zu Hause war, aber dann auch nicht wirklich komplett ausgeschlafen habe bis irgendwie, weiß ich nicht, 11 Uhr oder sowas. Was ich am Wochenende dann doch schon mal gerne mal mache, muss ich sagen. Nee, ich bin dann tatsächlich auch für das, wie gesagt, ich bin dann irgendwann 4 Uhr morgens, so 4:30 morgens oder sowas erst tatsächlich eingeschlafen. War dann aber um, ich glaube, kurz nach 9:30 so etwas wieder wach. Das habe ich dann schon gemerkt, dass es irgendwie doch immer noch zu wenig war. Natürlich, wie gesagt, die vorherige Nacht gar nicht geschlafen und dann die Nacht danach nur irgendwie 6 Stunden oder so. Das merke ich jetzt heute und ich bin tatsächlich einfach ein bisschen müde und wenn ich sage, okay, da vorne kommt jetzt ein Parkplatz, der gefällt mir, auf dem bleibe ich jetzt stehen und die Folge auch nur von mir aus nur 40 Minuten lang ist, dann ist es halt mal so. Und dann muss ich mir eingestehen und mir einfach mal sagen, doch, das darfst du jetzt, du machst heute mal nur 40 Minuten, es muss nicht immer 50 Minuten lang sein oder 45 Minuten, wobei ich jetzt sagen, natürlich auf die 5 Minuten kommt es jetzt natürlich auch nicht mehr an. So, wir wollen natürlich Richtung Frankfurt fahren, das heißt, wir bleiben hier rechts und fahren dann auf die A5 auf. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Jo, habe ich auch schon gesagt. Stell dir vor. So, bremsen wir mal ganz leicht an. Jetzt rechts abfahren. So, machen wir aus und lassen uns hier reincoasten, also reinrollen lassen, ohne Bremsen, ohne Gas, ohne nichts. Gucken wir mal, was die Kurve so macht, wie scharf die ist. Und ich erkenne jetzt, okay, die ist tatsächlich gar nicht so scharf. Dann kann ich auch wieder Gas geben hier. Wir wollen jetzt sowieso auf die nächste Autobahn auffahren. Und wenn man jetzt hier schläft und sowieso langsam unterwegs ist, dann ja, wird das eher eine Katastrophe als alles andere. So, da vorne ist Blaulicht. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem mal kurz abbremsen. Nicht, dass da eine Spur gesperrt ist oder so. Das sehe ich jetzt von hier aus nicht. Aber die blinken. Na komm, zieht auch rüber. Der will. Was macht der Mercedes? Zieht er jetzt auch noch rüber? Ja, das war mir klar. Ich habe den natürlich auch vorher mal kurz Lichthupe gegeben. Manchmal haben wir ja Glück, die reagieren tatsächlich drauf. Manchmal eher nicht. Aber naja. So, hier sogar Feuerwehr da und alles mit am Start. Ne? Jetzt wohl richtig herumst du. Oh, krass, das sah echt nicht hübsch aus, ne? Schade. Traurig. Ich hoffe, keiner ist schwer verletzt. Rettungswagen oder ein Helikopter oder sowas stand da jetzt da nicht. Ich glaube, ich habe nur Feuerwägen gesehen. Feuerwägen? Feuerwagens? Feuerautos. Feuerwehrautos. Feuerwehrautos. Also, wenn, dann Feuerwehrautos, aber nicht Feuerautos. Ihr versteht mich. So, irgendwo hatte ich doch einen Knopf mit Dingens Wiederaufnahme, ne? Das war der hier, okay. Tempomat Wiederaufnahme. Den Knopf habe ich gesucht. Das ist der, den ich mir noch nicht neu beschriftet habe, tatsächlich. Das war früher mal der Knopf für die Motorbremse. Apropos. Das will ich jetzt mal kurz wissen. Doch, funktioniert.
Sehr schön. Funktioniert alles so, wie es soll. Und ich muss die Spur wechseln. Jetzt links fahren und dem Straßenverlauf weiter folgen. Ich bin dabei. Es wird jetzt natürlich wieder dunkel, ne? Das ist doof. Wann kommen wir laut Navi eigentlich an? 5 Uhr morgens. Joa, mal gucken, ob wir da nicht vielleicht die Nacht über sogar schlafen. Da muss ich jetzt natürlich mal gucken. Wie viel Zeit haben wir denn? 22 Stunden, ja, das passt doch. Da können wir auf jeden Fall nochmal irgendwo schlafen gehen. Dann fahren wir das nächste Mal auf jeden Fall nicht in der Nacht. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach nochmal. Guck mal, wir haben jetzt 21.21 Uhr. Das heißt, wir fahren jetzt auf jeden Fall noch irgendwie bis, weiß ich nicht, 22 Uhr, 22.30 Uhr oder so. Gucken, dass wir dann irgendwann mal einen schönen Rastplatz finden. Und da machen wir dann einfach einen Cut, hätte ich gesagt, ne? Dann machen wir einfach einen Cut. Schön entspannt. Dann werde ich morgen wieder aufnehmen. Und dann gibt es, ich denke mal, am Dienstag wieder die nächste Folge von ETS 2. Am Montag wird dann Race 07 kommen. Ich bin jetzt gerade wirklich dabei, wieder tagtäglich irgendwie am Versuchen, Videos hochzuladen. Das klappt natürlich nicht immer, aber ich gebe mir da Mühe und versuche es einfach hinzubekommen. Dass wir natürlich auch Race 07 irgendwann mal tatsächlich zu Ende haben. Und dann vielleicht Platz für ein neues Projekt halt einfach machen. Was es jetzt sein wird, keine Ahnung, das weiß ich jetzt noch nicht so. Da werde ich vielleicht auf YouTube irgendwann mal eine Umfrage starten oder so und schauen dann einfach mal, was ich so zur Verfügung habe, worauf ich Lust hätte, und dann schlage ich einfach mal ein paar Spiele vor und ihr dürft euch dann eventuell einfach was raussuchen. So hätte ich das jetzt gedacht, mache ich das einfach und dann schauen wir einfach mal, worauf ihr Bock habt, ne, so ein bisschen. Ich meine, dieser Kanal heißt jetzt Uwe Simo Welt, aber ich will mich tatsächlich nicht nur auf Simulatoren beschränken. Das ist natürlich so, ich würde jetzt mal sagen, das Hauptgebiet, in dem ich mich bewege. Aber ich habe natürlich auch mal wieder Bock auf was anderes, ne? Also privat spiele ich jetzt tatsächlich sogar Dead Island. Ziemlich altes Spiel, noch nicht mal den zweiten Teil, noch den ersten Teil. Da habe ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Spaß dran gefunden. Da war ich auch mal kurz am Überlegen, wäre das nicht vielleicht mal was für so ein bisschen Let's Play-mäßig? Habe ich aber gesagt, nee, vielleicht lieber doch nicht. Was haben wir jetzt? Köln-Wiesbaden, hier. Nach Würzburg will ich nicht, das heißt, ich müsste mich jetzt sowieso links halten, so wie es aussieht. Ne? Es geht nur eine Spur rüber, glaube ich. Ja. Genau. Nach Würzburg wäre jetzt natürlich die verkehrte Richtung. Naja, hier bin ich ja schon wieder zu schnell unterwegs, oder wie, oder was? Huch, hier ruckelt es ein bisschen. Ich denke mal, da wird gerade auf irgendeiner Seite der Flughafen so ein bisschen geladen im Hintergrund. Wir müssten ja hier irgendwo an diesem Kreuz sein. So. Auch die Lichteffekte jetzt hier, auch die Backlights, ne? Hinten am Spoiler, die roten. Auch richtig schön. Haben wir denn Scania schön gemacht, oder? Ich finde ihn toll. Ist auch die Hauptsache, muss ja eigentlich mir gefallen am meisten, vor allen Dingen. Aber natürlich ist es schön, wenn er euch auch so ein bisschen zusagt. Aber man muss auch zugeben, jedem kann ich sowieso nicht recht machen. Ne? Der eine will dann Scania sehen und dann heulen die anderen rum, ey, und was ist mit Volvo, Mercedes und so, was ist mit dir los? Ja, dann hole ich irgendwas anderes, Mercedes, Volvo oder sonst irgendwas, und dann kommen die anderen und sagen, ey, aber Renault und Iveco bist auch schon lange nicht mehr gefahren, ne? Ja, wie gesagt, ich kann es einfach nicht jedem recht machen und jeder hat natürlich auch seinen eigenen Geschmack, das ist auch gut so. Wie gesagt, das mit dem Weiß und so finde ich natürlich auch ein bisschen langweilig. Ein schönes Grau oder Silber wäre jetzt natürlich auch geil gewesen. Oder vielleicht einfach ein Schwarz mit Rot. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich finde ihn aber okay. Ich finde ihn tatsächlich schön. Aber wie gesagt, wäre natürlich schön, wenn man jetzt den Ekeri-Aufbau auch nochmal irgendwie umlackieren könnte. Das funktioniert ja an der Zugmaschine am Anhänger leider nicht. Ich hoffe, dass das vielleicht mit den nächsten Updates oder so dann noch kommt. Ich meine, ich spiele ja immer noch sowieso auf der 1.47. Wer weiß, vielleicht hat der Cast an seinen Mods ja noch ein bisschen was gedreht. Okay, der lässt ein bisschen ab. Das ist gut, dann kann ich schon mal reinfahren hier. Cool, da hat einer mitgedacht. Sehr schön. Guck mal hier. Hier haben wir das Hilton-Gebäude mit dem Bahnhof unten drunter. Wir fahren jetzt wirklich direkt am Flughafen vorbei, am Frankfurter. Und das haben sie tatsächlich sehr gut getroffen hier, muss ich sagen. Sieht schon sehr spektakulär aus hier. Sehr, sehr geil. Da erkenne ich mich auf jeden Fall wieder. Da bin ich, oh Gott, ich bin schon zigmal da mit dem LKW dran vorbeigefahren. Auch am Flughafen selber war ich natürlich schon, Cargo City Süd, war ich sehr, sehr, na jetzt nicht sehr, sehr oft, aber auf jeden Fall schon ein paar Mal. Und habe da auch schon öfter mal abgeladen.
Und ja, ist auf jeden Fall schon interessant. Ist ein riesen Flughafen, sage ich euch. Ein riesen... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das heißt auf jeden Fall nicht umsonst Cargo City. Es ist schon sehr, sehr krass. Und dann gibt es ja Süd und Nord auch noch. Ist auf jeden Fall schon was anderes, ne? So, dann halten wir uns auch hier geradeaus, weil sonst fahren wir nämlich auf die 67 runter. Das wollen wir natürlich auch nicht. Das Schöne ist, dass drei Spuren hier rüber gehen. Oh, sehr, sehr schön. Mann, ist das jetzt aber schnell dunkel geworden, ne? Aber gut, wir hatten auch vorhin schon 21.21 Uhr, ne, als ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe. So, was haben wir denn hier überhaupt nochmal so für Displays eigentlich? Hier haben wir Tempomateinstellungen, Temperatur, ja, und Tank. Und das war es auch schon wieder. Okay, ist ein bisschen schade, aber es reicht. Das reicht. Ist ja auch nur vierte Serie vom Scania, ne? Wir haben hier nichts Top-Modernes. Aber ich freue mich trotzdem über diesen Laster. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Und wie gesagt, wir werden den auf jeden Fall tatsächlich jetzt eine Zeit lang fahren, weil wir unsere erste Niederlassung, also unsere erste Garage, die ist jetzt tatsächlich voll mit LKWs. Jetzt müssen wir natürlich erstmal ein bisschen ansparen. Natürlich Kredit wollen wir auch langsam mal loswerden, ne? Und mal alles abbezahlen. Dann brauchen wir aber auf jeden Fall eine neue Niederlassung. Das heißt, dort müssen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich Kohle in die Hand nehmen. Und dann muss es auch wieder erstmal reichen für den nächsten LKW. Und da wird jetzt, glaube ich, ein bisschen Zeit ins Land gehen. Also gewöhnt euch schon mal auf jeden Fall an den Scania. Den werden wir, denke ich, einige Folgen fahren. Ich denke mal, den werden wir bis Staffel 7 auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich meine, es sind ja nur noch 17 Folgen bis dahin. Von dem her, ja. Vielleicht wird das ein LKW sein, mit dem wir mal die 10.000 Kilometer voll machen oder so. Das, gut, weiß ich jetzt noch nicht. Ich will jetzt noch nichts versprechen, was ich nicht halten kann. Aber ich kann es mir gut vorstellen, tatsächlich. Und schauen wir einfach mal, wie es kommt. Ne? Wie gesagt, kein Stress, keine Eile. Wir machen eins nach dem anderen. Schön entspannt. Hauptsache, wir haben Spaß dabei. So, da vorne ist jetzt schon wieder Blaulicht. So wie es aussieht, können wir da aber einfach dran vorbeifahren. Ne? Ich nehme mir trotzdem mal ein bisschen Platz ein hier. Oh Mann. Das hätte die Polizei aber auch ein bisschen besser absichern können hier. Ach guck mal, hier in einem Spiel ist die Brücke hier noch gar nicht fertig. In echt mittlerweile schon. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ne? Aber das ist gut, weil bei Regen konnte ich nachts im LKW am besten schlafen. Ich weiß nicht warum, aber... Dieses Regenprasseln oder Niederprasseln auf dem Blechdach, das ist schön. Ich finde es tatsächlich schön. So, und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist ja auch in echt hier LKW-Überholverbot tatsächlich. Sonst hätte ich tatsächlich schon ein bisschen angesetzt zum Überholen, weil wir doch mit 3 Tonnen Beladung... Huch. Da quietscht ja Scheibenwischer, ey. Mit 3 Tonnen Beladung, das ist natürlich nichts, ne? Aber jetzt geht's ja hier auch wieder ordentlich bergunter, du. So, und wir haben jetzt schon 13... Oh, so lange wollte ich noch gar nicht fahren, ne? Ich habe ja gesagt, ja, so 22.30 Uhr, vielleicht 23 Uhr. Jetzt haben wir schon fast 0 Uhr. Okay, der biegt ab. Ja, nächste Raststätte nehmen wir auf jeden Fall mit und gehen pennen. Und dann war es das auch für diese Folge. Leider schon. Aber ja, ich hoffe sehr, dass euch die Nummer hier... Schon wieder? Oh, diesmal sogar auf der linken Seite. Eieieiei. Was ist denn hier los heute auf der A3? Meine Fresse. Ich hoffe, dass euch die Nummer hier mit dem Gigaliner gefällt und dass es euch eventuell ein bisschen anspricht. Es ist natürlich jetzt vom Rangieren her, wird es natürlich ein bisschen anspruchsvoller. Ich hoffe trotzdem, dass ich das größtenteils natürlich alles hinbekomme, was da auf uns zukommen wird. Aber es wird bestimmt ein paar Situationen geben, wo ich dann einfach mit dem Rangieren generell einfach ein bisschen länger brauchen werde. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das mal passiert. Und ja, ärgert euch dann auf jeden Fall nicht, wenn ich an irgendeiner Stelle hänge, wo ich, weiß nicht, nur 10 Minuten lang am Rangieren bin oder so. Mir wurde auch schon mal gesagt, das könnte man ja im Zeitraffer machen oder so. Dann ärgern sich aber vielleicht andere wieder drüber. Wenn es euch langweilt oder so, ihr habt die Möglichkeit, spult es einfach vor. Ja, spult es dann einfach vor und dann ist auch gut.
Im Prinzip. Aber dann nehme ich wenigstens den anderen nicht die Möglichkeit weg, die sich das dann tatsächlich, ich sag jetzt mal, in Echtzeit ansehen wollen, ne? Ist natürlich auch ein bisschen schade. Das ist auch der Grund, weshalb ich dann zum Beispiel auch die Sachen mit aufnehme, wo ich den LKW kaufe und aussuche und konfiguriere und so. Einkommen. Minus 1800. Das ist natürlich toll. Luke! Das ist unser neuer Fahrer, ne? Der fährt jetzt den DAF, den Vierachser. Ja, wie gesagt, wenn euch die Videos nicht interessieren, wo ich den LKW konfiguriere oder so, ihr habt die Möglichkeit, überspringt das Video, spult es irgendwie vor oder so, guckt euch einfach nur die letzten 5 Minuten oder was an, dann wisst ihr ja, wie der LKW im Prinzip aussieht. Im Prinzip wisst ihr es ja auch schon vom Thumbnail, da ist der LKW ja meistens mit drauf oder so gut wie immer eigentlich. Und ansonsten lasst das Video einfach raus, aber für diejenigen, die es dann halt sehen wollen, dann ist das Video halt eben da. Und dann ist das halt, ja, so ein Versuch, es dann tatsächlich doch irgendwie jedem recht zu machen, auch wenn das natürlich nicht immer klappt, ne? Behaltet das bitte mit im Hinterkopf. Ich kann natürlich auch nicht zaubern. So, da stand jetzt LKW-Parkplätze hier drüben, aber ich hätte doch auch hier vorne stehen bleiben können, oder? Naja, ich folge jetzt einfach mal dem Schild. Tanken müssen wir natürlich nicht. So, da vorne sind die Parkplätze. Ich würde sagen, wir stellen uns einfach auf die rechte Seite. Das ist natürlich auch ein bisschen ruhiger. So, und dann genieße ich noch ein paar Minuten das Niederprasseln der Regentropfen auf das Blechdach. Oh, so schön romantisch. Romantisch. Wir werden trotzdem mal ganz kurz in das Ungemütliche hinaussteigen, weil ich nämlich tatsächlich mal kurz gucken möchte. Ist dieser Parkplatz denn tatsächlich auch lang genug für unseren LKW? Wenn nicht, dann ist das halt so. Kann ich dann auch nicht ändern. Dann hätten die Parkplatzbetreiber vielleicht mal an sowas hier denken müssen. ich glaube, sowas kommt eher selten auf so einen Parkplatz auf, ne? So ein Gigaliner. Ich habe es einmal erlebt, dass neben mir tatsächlich mal einer stand. Und ich habe das Licht noch an. Ja, nicht so wild. Das sieht hier unten auch geil aus. Also, top, 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 top. So. Ja, tatsächlich würde ich sagen, reicht der Parkplatz nicht. Ich könnte natürlich... Ja gut, ich hätte nochmal einen Meter auf jeden Fall nach vorne ziehen können, aber auch das hätte dann nicht gereicht. Denn wie wir sehen, ja, ab der mittleren Achse hängt der Rest einfach draußen drüber. Aber das ist halt dann eben so, ne? Das ist dann halt so das Ende... Sag mal, die Achse hängt doch unten. Warum war denn die Achse unten, verdammt nochmal? Das sind doch nur 3 Tonnen Beladung. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. So. Achse, Zugmaschine ist weiterhin oben, das ist gut so. Alles klar, komm, dann steigen wir mal wieder ein hier ins kuschelige Warme. Machen wir das Licht aus. Die Vorhänge werde ich dann auch gleich zuziehen, aber das braucht ihr jetzt alles nicht mitzubekommen, das ist eh langweilig. Ja, jetzt ist schon 20 vor 1. Meine Fresse, du. Meine lieben Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich würde mich sehr über ein paar Kommentare freuen, auf jeden Fall. Schreibt gerne drunter, was ihr von dem LKW haltet und was ihr von der Idee generell vom Gigaliner vielleicht haltet. Jetzt nicht unbedingt nur auf das Spiel bezogen, sondern vielleicht so ein bisschen in echt. Das ist ja auch so ein klein wenig umstritten tatsächlich. Ist ja erfunden worden, um auch irgendwie CO2 und sowas einzusparen, ob es jetzt tatsächlich so ist. Hängt irgendwie in der Schwebe. Natürlich soll ein Gigaliner, ich glaube, 1,5 LKW ablösen oder sowas. Kommt vielleicht natürlich auf dem Papier hin, aber ob es dann in echt auf der Straße auch so ist, boah, ey, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es fahren trotzdem immer mehr LKWs rum. Aber, ja, keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mal eure Meinung kundtun und einfach mal mit in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ja, ein bisschen Feedback zu einem Video ist auch natürlich. Videoqualität, Tonqualität, was weiß ich was, Qualität. Haut's einfach mal drunter. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt natürlich noch einen schönen Sonntag, falls ihr dieses Video tatsächlich am Sonntag gucken solltet. Wenn nicht, dann generell einfach einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.